Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Forest Village aus Colchester, einem kleinen Ort auf einer kleinen Insel in einem großen, weiten, unbekannten Meer. Wir haben spätes Frühjahr, also kurz vor dem Sommer. Die Werkzeugreserven sind niedrig, ist relativ. Die Nahrungsreserven sind niedrig, ist auch relativ. So, da haben wir noch ganz ordentlich. ...1500. Den machen wir mal auf Pause. Den lasse ich. Den pausiere ich. Er soll jetzt mal viel von denen hier. Ein Tornado schon wieder. Ist aber nicht schön. Und der steuert wahrscheinlich mal wieder mitten durch, ne? So wie ich den Tornado kenne. Oder sollte er tatsächlich dran vorbeigehen? Das wäre natürlich super. Dran vorbei ist perfekt. Na, er hat gedreht. War klar. War klar. Sowas von klar. Zumindest macht er die Ernte nicht kaputt. Das ist schon mal schön. Und es wurden Babys geboren. Es wurden Babys geboren, das ist auch schön. Einmal mitten durchs Dorf, weil das kann, ne? Blöder Tornado. Die Leute sollen arbeiten und nicht hier reparieren müssen. Wirklich einmal mitten durch. Es hätte echt nicht sein müssen. Leute kommen doch zu nichts, wenn sie hier die ganze Zeit nur reparieren. Und das ist nicht gut. Ja, genau, beide Häuser. Ach je. Ah, da sind sie am Bauen, sehr schön. Da haben wir noch ordentlich. Ach so, da bringen die Sammler ja auch alles hin, genau. Vielleicht müsste ich ja auch nochmal so eine Esels-Transportstation-Dings da Bumster machen. Wie sieht denn das Leute technisch aus? Wir haben einen. Und drei, die hier transportieren, okay. Dann das könnte ich ja sogar so lassen. Ein Jäger haben wir weniger. Und zwei. Dann machen wir den Jäger noch dazu. Gärtner haben wir, glaube ich, ausreichend. Wo haben wir die Gärtner denn da? Genau. Und einen haben wir als Reserve. Das passt. So, wir müssen jetzt nur hier gucken, dass wir hier das Leder rauskriegen. 95 Wolle, sehr schön. Können wir wieder Leder für holen? Wenn ich richtig klicke, können wir das zumindest. Nein, keine Kräuter. Leder. So, nochmal 20 extra. Dann haben wir schon mal 42 Leder. Das müsste nur noch jemand von euch holen gehen. Das wäre sehr schön. Die können wir mal pausieren. Genau, jetzt haben wir die Lederstrecke noch. Das Heu haben wir noch da auf Lager, das passt. Das müssen wir bei Gelegenheit mal rüberholen.
So, jetzt hoffe ich, tut sich dann auch noch was. Das Kind Eilwin ist älter geworden, ja. Holz haben wir noch ganz ordentlich. Und wieder ein Jugendlicher, der älter wurde. Sehr schön. Wo setzen wir den ein? Da haben wir überall Maximalzahl. Müller brauchen wir noch keine. Fischer. Fischer könnten wir noch. Oder wir machen nochmal Transporteure. So. Ja, unsere Hütte, da braucht auch noch ein bisschen. Könnte ich eigentlich mal priorisieren. Dass die bevorzugt behandelt wird. Da haben wir noch ein Haus, aber das ist pausiert. Weil wir haben im Moment noch genug Plätze, ne? 229 Hauswohnplätze und 221 Einwohner. Das ist also mehr als ausreichend. Absolut mehr als ausreichend. Ja, ihr seid noch am Graspflanzen, das ist gut. Die habe ich voll vergessen. Wir hätten wahrscheinlich eher Kartoffeln pflanzen müssen, aber... Das ging so nicht. Kann ich da das Ding eigentlich schließen? Wir können es auf jeden Fall mal probieren. Gucken, ob er das macht. Wäre schön, wenn wir hier diese Lücke geschlossen bekämen. Ich glaube auch, wir haben das schon mal probiert, ne? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Da könnten wir auch noch. So, in der Hoffnung, dass es funktioniert. Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. So, die Schule ist voll, aber wir haben hier ja noch eine Ausweichschule. Passt von dem her. Ja, transportiert bitte mal jemand hier Leder und den können wir auch mal pausieren. Können wir nochmal gerade Leder für holen. Wolle. Und Leder. Hoppala. Das war zu viel. So. Zack. Sitzt. Jetzt muss es dann nur noch abgeholt werden. Dann wäre das perfekt. Ein paar Kinder, die wieder älter geworden sind. Sehr schön. Ah, die Schule hat auch wieder Kapazität. Sind ja nicht die ganze Zeit als Jugendliche dort, sondern nur temporär. Lagerhaus ist fertiggestellt, okay. Hm? Du holst Gemüse, nehme ich an, ne? Jawohl, 109, sehr schön. Sehr schön. Wir brauchen mehr Essen oder mehr Nahrung hier unten eigentlich. Weil, sonst holen die das alles da oben. Und sind mehr unterwegs, als dass sie was anderes machen. Man sieht ja die Karawane. Und das ist halt auch nicht ganz Sinn der Sache. Dafür haben wir eigentlich unsere Esel. Wir müssten vielleicht nochmal eine zweite Eselei machen. Das will ich jetzt nicht ausschließen.
Tüdü. Den können wir mal zum Fällen freigeben. Und momentan gibt es noch genug anderes, was sie tun können und auch tun. Wie schaut es denn hier aus? Oh ja, sehr schön. Da gibt es bald Gemüse. Ne, Obst. Obst. Da oben sammelt sich so viel Gemüse an. Oh, sind ein paar Jugendliche älter geworden. Da können wir nochmal mehr Transportleute hier machen. Einen mehr. Der Rest ist schon auf Maximum, sehe ich. Fischer können wir nochmal 3. Und einen haben wir dann wieder in Reserve. Passt. Schaut gut aus. Da haben wir 55 Kohle, sehr gut, die kommen. Und da haben wir 85 Kohle, das sieht auch gut aus. Da haben wir Holz, das ist auch gut. Und wir haben jetzt 222 Einwohner. Der ist aber hier nicht pausiert, okay. Ist einfach nur noch nicht dran. Erstmal ist der hier dran, da fehlt aber noch 10 Heu. Da haben wir aber definitiv genug. Was macht unsere... Sehr gut, da das Leder wurde geholt. Dann können wir den wieder aktivieren. Und... Die ist aktiv. Hoppala. Könnten wir fast 2 Routen machen, ne? Wo geht denn die hin? Zum Marktplatz. Dann mache ich vielleicht noch eine Route, die das Gemüse. Zack. Von hier nach hier bringt. So. Es ruckelt gerade ein bisschen, ich weiß gar nicht warum. Sollte nicht sein. Aber, ja, ist halt so, ne? Was brauchen wir als nächstes? Wir können mal gucken, wann kommt die Expedition wieder? Im Winter 68. Okay, dauert noch ein bisschen. Da haben wir Gras, da haben wir Kartoffeln, da haben wir Flachs, da haben wir auch Flachs, da haben wir Hafer. Oh, wir haben fast keinen Hafer mehr, ne? Kartoffeln. Ah, die sind schon am Ernten, okay. Haferernte hat schon begonnen. Die Leute holen da auch schon kräftig. Gut. Da haben wir 4 von 10. Die haben auch schon angefangen zu ernten. Wir haben nur die 2 Haferfelder, oder? Das sind alles Kartoffeln. Da hatten wir Gras. Könnte sein, dass wir ein bisschen wenig Hafer haben. Wage ich mal zu behaupten. Müssen wir mal beobachten. Warum das so leckt oder hier so ruckelt, das verstehe ich gerade nicht. Bisschen doof, aber keine Ahnung, was da gerade los ist. Warum repariert das hier keiner?
Schon wieder ein Tornado. Und schon wieder von da oben. Das heißt, er fliegt wieder einmal mitten durchs Dorf. Muss das eigentlich sein? Kann der nicht einfach mal vorbeigehen? Sollten wir Glück haben? Sollten wir tatsächlich Glück haben? Das wäre ja schick. Null Hafer. Null ist wenig. Ja, kein Glück. Oh, doch Glück. Holla die Waldfee, das war knapp. Das war knapp. So, ihr könnt schon mal anfangen zu ernten. Bis ihr fertig werdet, das dauert sowieso. Hier auch. So. Hätte ich besser Hafer gemacht. Naja, wir haben wieder Jugendliche, die älter geworden sind. Die können wir wieder einteilen. Drei Stück sogar. Sehr schön, dann machen wir einen hier noch mit dazu. Da haben wir 5. Holzfäller können wir noch mit einem dazu machen. So. Wo sind denn unsere Bauarbeiter gerade am Arbeiten? Ist. Hm? Und der isst auch. Na, dann lasst euch mal schmecken. Haben wir hier noch eine Baustelle? Haben wir, aber sie wird gerade nicht bedient. Wo kommt ihr denn her? Da haben wir nichts. Die ist fertig. Da haben wir Holz, gut. Können wir immer wieder noch welches markieren. Was dann gefällt werden kann. Ein Gebäude. Banditen. Okay, die bekämpfen die, das ist gut. Sind hier noch mehr Banditen? Sieht nicht so aus. Ich glaube, Banditen haben sie alle niedergemacht. Habe ich gar nicht gesehen, dass sie gelandet sind auf der Insel. Es kam aber auch keine Meldung. Doch, ein Banditenschiff am Horizont. Das habe ich übersehen. Naja, es löschen sie. Das ist schon mal gut. Auch wenn sie eigentlich anderes machen sollten. Aber, ja. Löschen ist wichtig. Ich will immer noch wissen, wo unsere Bauarbeiter eigentlich am Bauen sind. Löscht. Löscht. Löscht ist ein Argument. Jetzt repariert er. Das ist natürlich auch ein Argument. Die Dame löscht noch. Mal hier hinten eigentlich einen Brunnen? Ja, haben wir. So, Feuer wäre gelöscht. Jetzt repariert sie noch. Ja, und während sie repariert,
Zu viel Bäume. Ja, jetzt geht's ja erstmal was essen. Dafür repariert er hier. Ja, und ich sag dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, auch wenn das jetzt ein bisschen am Ruckeln ist. Ich hoffe, es ist beim nächsten Mal dann wieder weg. Ja, ich sag danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.